Ich grüße euch zu einer neuen Ausgabe von Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen hier bei Shogi Banogi. Sascha, Christian, heute ist der 12. März. Der 12. März. Der 12. März. Wer hat Geburtstag? Andreas Köpke. Andreas Köpke. Andreas Köpke, Torwartlegende. Torwartlegende. Ach ja. Lange beim Club, also FC Nürnberg in der Nationalmannschaft. Ja, hier, guck mal. Trainer der Nationalmannschaft. Ups, Entschuldigung. Ups. Nochmal. Ups ist eine Zeitung übrigens. Oder? Ja, so. Da ist er. Da ist er doch. Genau, da ist er doch. Ja. Andi Köpke. Ups, kennst du Ups noch? Ups kenne ich noch, ja. Ups kenne ich noch. Er hat, ist ein Ups nie vorgekommen, ne? Ja, richtig. Weil das war ja Torwart. Ja, war ja Torwart, genau. Was ist die Szene mit Andi Köpke, die dir so im Kopf geblieben ist? Hast du eine Szene? Nee, meine Szene ist das berühmte Phantomtor mit Thomas Helmer. Erinnerst du dich? Ach, dran? Da war der Köpke, ja, im Tor. 1994, Andi Köpke im Tor. Thomas Helmer lenkt das Ding mit Schienbein, Fuß irgendwie um Pfosten rum. Schiri sagt: Tor. Das Spiel wurde ja wiederholt. Ich glaube, das war damals, ich weiß nicht, den Spielstand weiß ich nicht mehr, aber es war relativ knapp. Kann es nicht sein, dass Nürnberg, er war bei Nürnberg, glaube ich. Genau. Nürnberg hat gewonnen und im Nachspiel. Nee. Bayern haben schon gewonnen. Das war Nürnberg-Bayern. Aber also durch das Phantomtor. So, und dann haben die gewonnen und dann wurde das Spiel wiederholt. Ja. Und dann haben sie, glaube ich, richtig den Riss gekriegt mit 5-1 irgendwie so. Also die Bayern haben durch das Phantomtor gewonnen und dann im Nachholspiel. Im Wiederholungsspiel haben sie einen kompletten Riss bekommen. Richtig. Ja, gut. Ja. Andi Köpke, 12. März, Geburtstag. Ja. Und 1987 am 12. März, da wurde es sozusagen, also das Importbier, das nach Deutschland kommen durfte, ab dem 12. März 1987, brauchte nicht mehr das Reinheitsgebot einzuhalten. Okay. Ja. Okay. Habe ich jetzt kompliziert erklärt? Kompliziert erklärt. Aber ich glaube, du hast es verstanden, oder? Ja. Also hast du es in deinem Brain so zusammengekriegt? Für Importbier kein Reinheitsgebot. Ja, genau. Hier ist zum Beispiel hier, genau, sind jetzt so ausländisches Bier. Woran erkennt man ausländisches ohne Bier? Ohne Schaum. Sehr schnell ohne Schaum. Die Holländer machen es ja so, die zapfen ja und dann zapfen die und dann haben die so einen Gummilippe. So einen Stick da irgendwie. Ja, genau. Ja. Und dann streichen die immer drüber und dann machen die einen Schaum. Wie viel Bier die da raushauen! Ja. Alleine von diesem Bier, das da weg, kann ich 4 Tage voll wie ein Pisspot durch die Gegend laufen, ehrlich. Nur an einem Abend. Könnte mich aufregen. Merkst du ein bisschen, ne? Ich merke das, ja. Ja. Aber am 12. März hat nicht nur Andreas Köpke Geburtstag, sondern auch hier sing Liza Minnelli. Liza Minnelli war früher mal ganz nett. Schauspielerin. Ja, also so auch optisch. Ja. Ging. Ist doch so. Konnte man. Ja, sieht doch ganz nett aus. Konnte man mal. Liza. Ja. Verstehst du? Liza. Ja. Liza, nicht so laut. Toller. Toller Witz. Ganz flach. Ja. Das war heute der 12. März. Liza Minnelli Köpke hat Geburtstag und hier Importbier braucht nicht mehr Reinheitsgebot. Genau. Seit 1987. Das wissen wir jetzt alles. Jetzt geht raus in die Welt und streut das Wissen. Macht's gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen. Cheerio, Sophie.